Ardha Jangasana ist die halbe Unterschenkelstellung bzw. die Stellung auf einem Unterschenkel. Garote schreibt in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asanas, dass Ardha Jangasana in einem klassischen Text erwähnt wird, aber nicht beschrieben wird. Eine mögliche Stellung, die als Ardha Jangasana bezeichnet werden kann, geht wie folgt. Setze dich auf eine Ferse und halte dann das Schienbein auf dem Boden. Gib den rechten Unterschenkel auf den linken Oberschenkel, wenn du die linke Knie gebeugt hast und auf der linken Ferse sitzt. Und jetzt gib die Arme, so dass die Hände auf dem rechten Bein sind, rechte Hand auf dem rechten Knie, linke Hand auf dem linken Fuß. Und jetzt balancierst du auf dem linken Unterschenkel, was gar nicht so einfach ist, etwas schwieriger als es aussieht. Diese Stellung hilft, Gleichgewicht zu entwickeln und sie hilft, nach innen zu gehen, weil die Ferse unter dem Perineum die Sushumna aktiviert. Und es hilft dir auch zu steuern auf dem Boot des Lebens.